So, servus beieinander zum 0811, der Podcast. Folge 5 haben wir jetzt. Nach langer Abwesenheit sind wir wieder da. Wann war die letzte Folge? Ich weiß schon gar nicht. Ich glaube im Februar. Okay. Ah, ist lang her. Ist lang her. Und jetzt sind wir wieder da. Mit Richtig. einem richtig starken Comeback. Weil, Schucki sag's, Weil? weil wir haben heute unseren ersten Gast da. Ja, richtig. Unseren ersten richtigen Gast, muss man sagen. Vorher, dein Bruder war ja auch schon mal da, Ja. der Johannes. Aber einen richtigen Gast, wo wir mal richtig ratschen können. Und warum haben wir den Gast da? Weil wir dürfen wieder. Ja, Das ist richtig. das Schöne. Wir hätten aber eigentlich letzte Woche nur dürfen, weil du ja, Gott sei Dank, muss man jetzt sagen, schon Corona gehabt hast und Ja. das dann eigentlich alles konform war. Inzwischen ist es ja so, dass wieder drei Haushalte sein dürfen jetzt zu der Zeit gerade. Ja, und jetzt. Ich war gestern sogar mal wieder beim Fußballtraining von der AHA. Und da konnte ich dann sagen, scheiße, dass ich Corona gehabt habe. Ich war fertig. Also wirklich Achso, ja, Lunge, ja. Ob es brutal. unbedingt an Corona liegt. Wenn man sie 1,5 Jahre lang nicht bewegt. Meinst du, es liegt an die 95 Kilo Zwei. außenrum? Na, Ja, weiß ich nicht. durchaus möglich. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir unseren ersten Gast mal vorstellen? Wir haben natürlich wieder einen kleinen Einleitungstext. Ja. Dann können die Leute ein bisschen mitreden. Wir haben uns übrigens schon mal eine halbe aufgemacht. Also es werden gemütliche Runden. Ich fange jetzt einfach mal an und stelle mal mit einer kurzen Einleitung vor. Also. Tanzbär und Wuchti wurde er liebevoll in seiner aktiven Zeit bei der Nahalla genannt. Sätze wie "Herz auf von einer Polonaise zum Rennen, da krieg ich Hunger" waren keine Seltenheit. Mehrere Jahre lenkte er als erster Vorstand die Geschicke des Burschenvereins Goldachs, wo er heute noch beim legendären Starkbierfest die Moderation der Bayerischen Olympiade übernimmt. Bin mir mal nicht sicher, ob es so ist, aber das klären wir gleich. Hauptberuflich arbeitet der Superonkel am Flughafen München. Zudem gibt es auch immer was bei der Landwirtschaft daheim zu tun. Früher noch sportlich im Tor des VfB Hallberg-Moos-Goldach und inzwischen politischer Mitentscheider im Ort als Gemeinderatsmitglied. Der inzwischen 30 Jahre gereifte und verlobte junge Mann ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Markus Leubl. Servus. Servus, grüß dich. Servus. Ja, schön, dass du Zeit genommen hast, gell? Ja, gern. Ja, Auf so finde eine ich super. Einladung muss Kann man man nicht natürlich, verzichten, ne? Das ist ja klar. reagiert man natürlich nur mit einer Zusage. Also, Wenn sie schon mal was rührt, da, gell? andere Option gibt es nicht. Und haben wir es ganz gut getroffen, den Einleitungstext, Ja, oder? super. Passt, oder? Also, die Fakten haben wir an dich geknallt. Auf den Punkt. Können wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden. Ich habe vorher noch von dir erfahren, du warst ja auch gestartet bei der Nahalla als Techniker. Ja, eigentlich schon. Das erste Jahr war ich Techniker und das war dann Dann haben sie gesagt, das war gar nichts, jetzt musst du mit. Ja, genau. Hast du Lieder vergessen oder falsch eingespielt? Oder eingeschlafen. Super, ich kenne das schon. Ja. Ich habe schon viel Technik gemacht. Ich war ja auch Zeit lang bei der Nahalla dabei, aber auch nur, das sieht man jetzt nicht, beim Heim halt. Aber ja, und dann war es der, also da waren wir ja gemeinsam, ich war im Elferrad. Sabrina hat ja selber noch mitgetanzt, dann warst du quasi Tanzbär und Buchti, haben sie immer gesagt. Du warst immer der, wenn ich heutzutage noch einen Tanzen sehe, dann denke ich mir immer, ja, oft so, ja, der tanzt wie der Leube. Das ist immer so ein Vergleich. Der Leube hat super tanzt, aber er hat die Bewegungen nicht so filigran ausgeführt. Also der hat den Fuß zum Beispiel nicht ganz vierig gehauen, sondern bloß halbert und den Arm bloß so halbert aufgehauen. Aber er hat alles gewusst, also er hat jede Bewegung gewusst. Aber Wuchti, weil er war immer da und der hat halt Weiber einfach aufgekommen. Das Ja, die schwaren die wahrscheinlich. Schwaren. Ja, die fühlen sich jetzt schon gesprochen. Dann haben sie immer gesagt, die musst du ihm. Und dann hat er gesagt, ja, da muss ich alle hin. Ja, so war es. Aber das war richtig, oder? Mit ich war leider, ich muss ehrlich sagen, ich war erst einmal auf dem Starkbierfest für die Burschen. Da hast Schande über mich, ich du weiß schon. schon ziemlich gut Aber verpasst. nur deswegen, weil ich ja Theater spiele und eigentlich immer zur Theaterzeit das Starkbierfest ist. Und ja, Das überschneidet sich ja wieder, stimmt. Das überschneidet sich und das war einmal war es nicht überschnitten und dann bin ich gegangen. Auch mit den Theaterleuten. Und ich muss sagen, war echt gut, darum habe ich ja gesagt, legendär, weil da die Bude ist voll. Das Und ist Fakt, ja, das ja, stimmt. da rührt sich was. Und dann habe ich eben gesehen, dass du das moderiert hast und war mir dann auch klar, warum, weil hast du es gut gemacht.
Und so in der Art, ich habe es immer nur aus der Zeitung kennt, war schon geil. Aber du machst das immer noch, oder? Also war ja, jetzt zwei Jahre nicht mehr. War schon lange nicht mehr. Aber bist du. Ich muss jetzt direkt überlegen, weil das hat jetzt eigentlich der Flori, also der aktuelle Vorstand, ziemlich übernommen, die Moderation. Mhm. Ich habe das letzte Mal schon mitmoderiert, aber also das ist eher so hobbymäßig. Also ja. Ich rede halt so in der aber erklär vielleicht nochmal für die Leute, die nicht wissen, was das Starkbierfest ist, weil ich mein, mein letzter Starkbierfest Besuch ist auch schon lang her. Ich weiß, dass da diese Wettbewerbe gibt, Steuerheben und ja, genau. Bohrhackeln. Das habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Das ist so krass, da flackern die ja Wunder dort und dann mit die Fürsten, die sich da umeinander ringen. Also. Bohrhackeln ist halt einfach eine Disziplin, da musst jetzt du nicht wirklich. Da kommst du nur auf deinen körperlichen Hebel kannst du eigentlich drauf und vielleicht ein bisschen ein paar Kniffe und Tricks, was du halt als erfahrener Aber Wadelkraft bringt da nichts, sondern irgendwas Sockgewicht musst haben. Bringt er da ja auch nicht unbedingt. Wenn du lange Haxen hast, ist das ein Vorteil? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, der Hebel ist besser. Ja, es kommt auch irgendwo drauf an, zu welchem Zeitpunkt und in welchem Winkel du mit deinem Gegner zusammenkommst mit Hax. Das ist ja immer das, da lernst du dann immer so hin genau, und her schon und Windschreibe. Das wissen halt, wenn da zwei erfahrene Bohrhackler nebeneinander liegen, die wissen halt genau. Wo sie einhackeln müssen. Genau. Und darum kommen die oft nicht zusammen. Also es ist schon oft der Fall, dass die dann einfach... Genau, und da hast du wieder unterbrochen dann und genau, so. Dann muss es, irgendwann muss es halt dann zusammenhackeln und dann dürfen sie einfach drücken. Ja. Weil die wissen es halt. Und die, wo ich soll jetzt mal nie zu erfahren sein beim Bohrhackeln, die hackeln halt ein und dann hast du es eh schon. Weil die hackeln dann zu früh ein und du bist eigentlich schon im OBG, wo der noch... Und dann ziehst du noch rüber. Genau. Also das, na ganz allgemein, weil du gefragt hast, Becky, zum Ablauf oder was ist das Stadtbierfest? Ich meine, das haben wir Burschen oder der Burschenverein ins Leben gerufen. Ich weiß jetzt nicht wann. Also es gibt schon ewig, das hat es schon lange vor mir gegeben, da hat es ja schon... Die Moderatoren vor mir, das waren auch schon ein paar so Haudegen, muss ich aber sagen. Aber die leben schon noch, oder? Ja. So lange ist da noch nicht. Da habe ich mir einiges, ich muss ganz ehrlich zugeben, da habe ich mir einiges abgeschaut bei denen. Also, das, ob jetzt das der Lacke war oder der Bernti, also da hat schon Nächte gegeben, wo man denen gern zugehört hat. Und ja, wir machen halt das da bei den alten Wirten im Salon. Schengener Starkbier vom Taufkirchner Bräu aus, weil das gibt es eigentlich bei uns so gar nicht in der Gegend. Das haben wir eigentlich nur mir da anders auf dem Starkbierfest. Und ja, ich meine, dass es halt nicht ganz so langweilig ist, ist natürlich eine Musik da und machen halt ein bisschen eine bayerische Olympiade mit Fingerhackeln. Ja, gut, Fingerhackeln haben wir jetzt eigentlich aus Zeitgründen ziemlich rauslassen in letzter Zeit, weil sie der bayerische Olympiade-Teil eigentlich schon immer ziemlich lang gezogen hat. Also das hat schon viel Zeit braucht, wenn du dann auch viel Teilnehmer hast und dann machst du ja noch ein bisschen rein und ein bisschen die Leute unterhalten. Ja. Und dann ist einfach hinten auch so viel Zeit ausgegangen. Und dann haben wir halt eigentlich reduziert auf die Königsdisziplin, das ist Armdrucker, Bohrhackeln und Storchen. Die drei Sachen und ja. Was hat der Stor jetzt da nochmal für ein Gewicht? Der hat 260 Kilo. Ah, ja. 260 und den darfst du bloß an einer bestimmten Stelle, glaube ich, da beim Wirt hinstellen, weil da ist unten ein Trager die Mauer, oder? Dann, genau. Dass da nichts durchbricht. Das ist auch schon gehört. Die Stelle vom Stor, wo der Stor stehen muss, die ist markiert am Boden. Da muss er stehen, weil drunter läuft drunter ist ein Trager die Mauer. Ja. Weil wir haben ja schon mal ein Jahr ein bisschen versetzt gehabt von der Stelle, wo es eigentlich von der Position her ein bisschen besser passen darf, weil dann der Raum besser aufteilt war. Aber da ist Küche drunter, da ist der Schweinsbraten ein bisschen. Da ist der Vorbereitungsraum. da ist der Vorbereitungsraum drunter. Und hat es bresselt. Und dann ist halt der Putz von der Decke. Aber es ist krass. Puderzucker auf dem ganz ein komisch. Ja, also dann kannst du halt einen Schweinsbraten als Dessert essen. Aber wie bringt sie den Sturm auf? Der ist das ganze Jahr um. Ach, der ist, immer um. Haben sie den da um? Der steht. Das ist ein Nebenraum, oder? Ja, das ist so ein Nebenraum, da wo Treppen in den Speicher aufgeht. So ein Eckraum. Und da ist dann auch wieder eine Mauer drunter, oder? Nein, da ist der muss nur da stehen, wenn der, weil der runterfällt. Also wenn der aufgibt wird und fällt dann die 10, 20 cm, je nachdem wer anhebt, runter. Und dann macht das einen richtigen Schäberer. So wie mitgekriegt, ja. Also es ist schon,
brutal. Also da, wo ich weiß jetzt nicht, wann es war, 18, 19, keine Ahnung, wann war es das letzte Mal. Zwei Jahre war es jetzt nicht mehr, also heuer war es nicht, letztes Jahr war es nicht. Dann war es wahrscheinlich 19. 19, ja. 19 war ich, weil, genau, Toni war noch nicht auf der Welt. Genau, und da bin ich dann noch hingegangen. Und da war ja dann nicht einer, da hat es dann geheißen, der will nur so ungefähr. Und dann ist ja noch einer gekommen, kannst du dich vielleicht erinnern. Der war ein richtiger Aufblasener. Den, glaube ich, hat keiner kennt in dem Saal. Aber es war so ein durchtrainierter Bodybuilder, sage ich jetzt einmal. Und dann hat alle, haben sie alle an. Aber der hat den Stor, ich glaube, keine 2 mm aufgebracht. Und dann auf einmal ist die Stimmung geschwankt und dann so ungefähr. Und dann war er da gestanden mit seinen aufblasenen Dingern. Also das war Wahnsinn. Ja, das dann hat er so eingesessen von uns, weißt du schon, die heben das Ding da raus und er aufblasen und bringt gar nichts raus. Ja, das ist, du musst auch wissen, wie du den packst. Also. Der bringt den Kraft. Der Band schon. Früher aus den Füßen raus, glaube ich, oder? Also sie werden mit den Füßen. Ja. Und halt auch möglichst gerade rauszubringen, wenn du den ein bisschen verkannst, dann hast du keine Chance mehr. Und das, nur Kraft bringt er da, eben wie beim Bohrhackeln, eher weniger. Das ist Kraft, ist dann eher die Armdruckdisziplin. Okay. Ja, und dann bist du ja hauptberuflich am Flughafen, haben wir ja gesagt. Richtig. Genau. Weiß ich nicht, was machst du genau? Oder? Ich mache Planungen und Bauleitung für Umbau- und Neubauprojekte am Flughafen, also nur am Campus-Flughafen. Wenn zum Beispiel neue Shops im Zentralgebäude einziehen. Ah, das ist ja dann mein Bereich, weil ich arbeite ja bei der Eurotrade. Genau. Ja. Also bist du da auch mit involviert? Genau, in die Umbauten dann. Ja, genau, wir haben jetzt dann ein paar Umbauten. Mieter übergeben. Oder Neubauten, wenn jetzt neue Gebäude am Campus gebaut werden, und da bin ich dann zuständig für die Sicherheitstechnik, also das heißt Bramelli-Anlage, ILA-Anlage, also Lautsprecher, Akustik. Und genau. Das ist so der Hauptding. Und weil das ja noch nicht alles ist, bist du ja dann noch daheim quasi Landwirt im Nebenerwerb, sagt man ja immer so schön, oder? Oder ja. Ja, weiß ich nicht, gehört dir die Landwirtschaft schon? Oder? Nein. Gehört alles noch mein Pap, ist jetzt nicht. Nicht übergeben, aber. Nein, der ist noch nicht. Hat noch ein, zwei Jahre auf Rente. Ja, das bist du zu fleißig am Mithilfe. Ja, das ist nebenbei, ich arbeite da natürlich schon. Also, da geht schon ein großer Teil von meiner Freizeit. Aber das ist, ich sehe das weniger als Arbeit, mehr als Hobby oder Ausgleich ist das schon bald. Ja. Aber ja, wie man so schön sagt, ein Hobby, was einen Nutzen hat. Ja, aber ja, du bist Vollzeit in deinem Job, genau. Also quasi. Ich bin 39 Stunden hochgestellt und der Rest ist halt einfach Zugabe. Zusatz. Zugabe. Ja, aber wer sagt, der ist ein guter Ausgleich. Irgendwo ein Hobby dann, eine Mischung halt. Ja, so nach der Arbeit, Samstag, ab und zu Sonntag. Wie es halt bei den Landwirten so ist, genau. Rund um die Uhr eigentlich. Aber das ist halt einfach. Das ist halt was, wenn du den ganzen Tag mit dem Kopf arbeitest und am Organisieren bist und dann mehr oder weniger am Dingen und dann halt einfach einmal abschalten. Nur arbeiten, Masse arbeiten quasi, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Felder durchfährst oder abhörst oder was auch immer, dann fährst du halt einfach mal stupide den ganzen Tag auf und ab. Das ist ja, da kommen auf Mann, da sind übrigens viele Jugendliche noch irgendwo sein. In dem Auto. Aber die haben keinen Pult. Die machen das im Auto. Laute Musik nur, ja. Naja, aber wir waren ja alle noch jung und haben es alle so gemacht wahrscheinlich. Ja, ähnlich. So oder so. Weiß nicht, Becky, du bist ja eigentlich aus der Landwirtschaft rausgekommen, so, gell? Ja, super, ja. Eigentlich schon, ja. Hast du null am Hut damit? Null, ja. Ich glaube, dass ich meine Eltern relativ früh schon signalisiert habe, dass das nichts wert mit mir. Also, das hat mehrere Gründe gehabt. Also, ich habe, glaube ich, immer schon Respekt vor der Arbeit einfach gehabt. Also, es ist nicht so, dass ich nichts arbeite oder so, dass ich faul bin, das stimmt bist gar nicht. Du bist ja Handwerker. Aber ich habe jetzt in meinem Job auf jeden Fall viel mehr Freizeit und sonst kann ich so nicht sagen, wie heute nicht machen. Ich kann nicht meine Musik machen. Ich hätte nicht Fußball so zelebrieren können, wie ich es wollte. Und deswegen habe ich gesagt, na, das ist also gar nichts für mich. Mhm. Und ich merke es auch immer, wenn jetzt ihr, also ich habe keinen grünen Daumen, gell? Also bei mir verreckt alles. Also so jeglichste Pflanze, die in meiner Obhut ist. Du aber, man kann ja, du aber für Bauern, die gerne heutzutage so Solarplatten abpflanzen. Also was Solarfelder. Achso. Ja, das kommt grüner Daumen. Ja, aber das, nein. Also mein Vater wollte ja, dass das Geschäft weitergeht und mit mir war es einfach nicht gegangen und es ist ja eine perfekte Lösung mit meiner Schwester und ihrem Mo. Also ja, das passt, ja. Das ist ja alles gut. Also jeder ist glücklich und
Du so bist glücklich, weil du das nicht machen musst. Ja, das ist ich ja auch. Ich bin halt einfach, ich war aber auch, muss man auch sagen, das hat vielleicht auch viel damit zu tun, mit was für Leuten man unterwegs ist in seiner Jugendzeit. Also ich war halt einfach auch nie in dem Freundeskreis. Ich habe ja immer ein bisschen, also ich war nicht mit diesen Landwirt-Heuberger unterwegs. So, ja, weil du bist ich kenne zwar alle und ich verstehe mich auch mit alle. Ich glaube nicht, dass da irgendwann ein Problem mit mir hat oder so. Aber bist du ja auch nicht im Burschenverein zum Beispiel? Nein, bin ich auch nicht. Also ich hast du überhaupt eine Lederhosen? Schon. Lederhosen habe ich noch. Ja. So eine schwarze oder so eine lange? Ja, ich habe so eine für 40 Euro. Ach so, ja, okay. Ja, ist lange. So Hosenträger halt noch drauf, oder? Der Hackebrücke auf dem Weg zu wissen. Nein, das hat ja was mit Landwirtschaft zu tun, das andere was mit Bayern zu tun. Das sind ja unterschiedliche Sachen. Also, lebe ich ja auch die bayerische Kultur. Also, es ist nicht so, dass ich das verachte. Ja? Aber. Nur weil ich kein FC Bayern-Fan bin, gell? Nein, FC Bayern hat mit ihm gar nichts zu tun. Das ist, nein, aber ich hab jetzt, wo ich dich oft im Volksfest gesehen habe, hast du, glaube ich, keine Lederhosen noch gehabt. Ja, ich hab schon mal doch. Am Firmenfreitag habe ich immer Lederhosen noch gehabt. Am Firmenfreitag, ja, okay. Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, aber ehrlich gesagt, ich trage gar nicht so gerne Lederhosen. Also ich finde das, ich schwitze immer total drin und weiß nicht, das ist nicht so meins und Biesel ist immer so umständlich. Was hast du da drunter? Du da schwitzt. Biesel finde ich Wahnsinn. Hallo? Platz aber und fertig passt. Ja. Lass mich in Ruhe. Ja, Entschuldigung. Also wir müssen jetzt im Löwe ein bisschen reden. Ja, aber wir sind jetzt gerade beim Thema Landwirtschaft. Ja, das ist ein guter Punkt, weil der Löwe ist ja auch sehr engagiert jetzt. Das stimmt. Was Thema Landwirtschaft angeht, auch politisch. So, und da gibt es ja diverse Themen, über die man reden kann. Zum Beispiel, was ja schon 2018 war, wo die Landwirte da ja ein bisschen so die Initiative ergriffen haben mit dem Insektenschutz, Bienen. Vielleicht magst du da mal was dazu sagen, weil ich habe es zwar mitgekriegt, ihr habt da irgendwie so Blumenstreifen, also ihr habt es quasi von den Feldern so einen Streifen geopfert, oder? Ja, genau, das wird dann nach wie vor noch gemacht. Also, das war jetzt nicht. Also, es ist 2018 gestartet, genau, und macht das jetzt hier beim Umbau. Ja, genau, das heißt, Halberg muss Goldach blüht, so haben wir das genannt. Und da hat halt jeder, der da mitmacht, beziehungsweise der, wo da Interesse zeigt, einen Teil von seinem Feld einfach geopfert. Das ist meistens so an der Straße oder irgendwo am Kram. So 3-Meter-Streifen, da wo halt einfach wild Blärme aufgehen, die werden schon angesagt. Also da geht jetzt nicht wild irgendwas auf, sondern da geht schon Blühmischung für Bienen auf. Die extra, ja, jetzt da beim Aldi zum Beispiel schon, wo man daheim abpflanzen kann, haben wir auch schon gehabt. Da wo halt dann die Bienen hingehen und Brotzeit machen. Das läuft eigentlich nach wie vor so weiter nur. Ja, okay. Aber warum ist das eigentlich ins Leben gerufen worden? Ich meine, da hat es ja auch, ich weiß nicht, dass da irgendwelche Unterschriftaktionen ergeben hat, so rettet die Bienen und dieses ganze Thema. Das war so mit der Grund, ja, das stimmt. Aber war es wirklich so, dass er einfach dass man da Reduzierung der Bienen gemerkt hat? So? Also dass das da statistisch wirklich so war, oder war das einfach nur so ein. Nein, das ist ganz schwierig zum sagen, ehrlich gesagt. Also, das sind halt so Statistiken, ich weiß nicht, wer die Bienen zählt. Also cool. Ja, cool, jetzt nicht. Schräger Typ auf alle Fälle. Das ist ja wie die Oma, die aus dem Fenster schaut und immer die Autos zählt. Da gibt es so Studierende, weißt du, die haben wahrscheinlich nur einen Dippling oder einen Boff. Ja, oder noch Bienen sein. Ja, es geht ja dann nicht nur um Bienen, es geht auch um die anderen Insekten, also ums Artensterben oder das Erhalten der Arten allgemein. Also das ist ja auch wichtig, ich meine, die Insekten sind ja wichtig. Aber wenn wir uns immer ärgern über die ganzen Viecher, ist ja jedes Insekt wichtig für uns. Websen ja, nicht. Ist ja auch ganz klar. Ja, Zecken sind eigentlich total unten. Websen, Zecken sind nicht unten. Nein, Zecken. Zecken, ja. Zecken die schon Bisse. Nein, aber meine Hunde ständig. Achso, ja. Das sind die unnötigsten Viecher, die braucht kein Mensch. Ja, also die bestäuben ja nichts. Was willst du mit dieser Zecke? Die frisst einfach unter die. Das stimmt schon, ja. Ja, aber Biene webst ja auch nicht. Also die macht ja auch nichts. Weißt du ja auch oft, es sind die Besen, die Biene, die muss man nur lassen, weil das sind ja die Guten, die bestäuben ja und dass halt was wächst und so. Ja, ich glaube auch mit den Bienen, mit den Landwirten, das hat ja auch ein bisschen
die Landwirte haben ja oft in Kritik auch ein bisschen, mit dem haben sie auch was wahrscheinlich zum Tor, weil viele Leute wissen schon gar nicht mehr, wie Landwirtschaft funktioniert, wie wichtig das auch ist. Und das, glaube ich, ist das Hauptproblem oder ein sehr großes Problem, weil also früher war halt jeder irgendwo hat einen Bezug zur Landwirtschaft. Ja, logisch. Weil ja, jetzt der Onkel dann oder ja, der genau, Bruder. Oder warst du halt dann nicht im Sommer, in die Sommerferien zwei Wochen auf dem, bei einem Onkel oder bei der Oma auf dem Bahnhof, je nachdem, ist ja wurscht. Aber der Bezug geht halt einfach ab. Ja. Finde ich teilweise oder teilweise relativ früh sogar, dass du einfach das weißt und mitkriegst, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her, genau. Wie wird das erzeugt, wir sind also teilweise werden ein Bahn so hingestellt, wie wenn die alles kaputt machen, ja, aber das ist ja genau das Gegenteil, weil das ist ja das Potenzial für die Landwirte oder für die Bahn, dass die ihren Felder und die Struktur muss ja erhalten, bleiben, ja. Genau. Das ist ja genau das Gegenteil eigentlich, was die bewirkt. Aber das verstehen dann viele nicht. Das ist halt, ja, das kann man aber auch, glaube ich, nicht. Ich verstehe es, weil ich bin auch auf dem Land aufgewachsen. Du verstehst das, weil in der Landwirtschaft aufgewachsen bist, du auch. Aber es sind halt einfach zu viel da. Ich meine, bei uns ist das jetzt sogar nicht so extrem, aber in der Stadt und so, da hörst du ja oft, dass die Kinder ja wirklich meinen, Milch kommt vom Supermarkt. Wenn du mal kleines Kind fragst, wo kommt die Milch her, da wissen die wenigsten Kinder nur, dass das von der Kuh kommt. Ja, weil die Kuh nicht lila ist. Ja, genau. Aber das ist, da ist Fernsehen schuld und die ganze Werbung. Das ist ja auch wieder so ein Thema. Genau, du sagst es gerade, Fernsehen ist schuld. Das ist schon ein großer Punkt, weil woher sollen es die Leute in der Stadt wissen? Ja. Ich meine, die fahren aufs Land, wenn sie an Tegernsee fahren, zum Spazierengehen oder zum Kaffeetrinken. Aber woher sollen die Informationen haben, wie eine Landwirtschaft funktioniert, wie ein Tier gehalten werden muss? Oder was da auch für Auflagen, Vorschriften, und es ist ja nicht so, dass jeder das machen kann wie ruhig. Ich meine, da hat jeder Auflagen ohne Ende. Und dann kommt es halt darauf an, was in die Medien kommt. Also Fernsehzeit. Das lässt sich viel beeinflussen. Was mich ein bisschen stört, das muss ich auch schon mal ganz offen sagen, wenn wir das Thema Landwirtschaft jetzt haben mit dir auch gerade, ist, finde ich, dass die ganzen Landwirte und Bauern also total schlechten Ruf haben. Also jetzt nicht nur, weil du sagst, vom Ding, sondern weil das ist ja wie ein Schimpfwort, du Bauer oder sowas. Und so Sendungen wie jetzt da laufen auf RTL mit Bauer sucht Frau, das ist ja voll kontraproduktiv. Das ist, was? Das ist einfach nur, da werden ja die Kandidaten als total dumm dargestellt. Und das ist ja Blöde, ja. Das regt mich total auf, weil du Bauer, das soll ja nie ein Schimpfwort sein. Das ist wie so, du Bäcker. Was? Das ist ja kein Schimpfwort. Ja. Also, ja, das ist irgendwo mal aufgekommen, ja. Aber da gibt es auch, du Schwuchtel. Das ist das Nächste. Also, das sind immer Diskussionsthemen. Aber trotzdem wird es einfach ein schlechtes Pudel, finde ich teilweise. Ja, das, man muss sich dann, oder dass man sich dann irgendwie schämen muss, irgendwie so. Weißt du, nein, muss man nicht. Also, für uns ist das verständlich. Wir aber du weißt, was ich meine. Also, Was halt auch noch das Extreme ist, finde ich, jetzt gerade in der jetzigen Zeit, alle legen so viel Wert auf Bio und so. Sind auch, sag jetzt mal einfach, viel stolzer, alles muss Bio sein, aber Ahnung haben sie auch keine. Und im nächsten Moment schimpfen die aber auf die Landwirte, weil die alles kaputt machen, wie du sagst und so. Aber wo kommt das Bio her? Ein gutes Bio ist halt einfach einmal was Gutes anbaut, regional, wo nicht mit dem Flieger da rüber kommt und so. Genau, aber die checken das gar nicht. Genau, das ist der Punkt. Was brauche ich irgendwie ein Bio- argentinisches Steak, wenn ich da eine Kuh im Stall drin habe, wenn ich bei uns zum Metzger gehe, der also bestimmte Metzger kriegen sie dann halt von den regionalen Bahn, also das heißt, ich sage mal umliegend, maximal noch andere Ortschaft. Die legen auch da Wert drauf, weil die Leute jetzt auch gerade Wert drauf legen, dann nehmen sie das regionale Rind. Genau, um das geht es ja, dann ist sie doch kein Bio aus Argentinien oder was auch immer, ist wurscht woher, das war schon. Das war schon eine Stunde, eine Woche da kennt das und dann hängt es eine Stunde, sage ich, eine Woche im Flieger. Ja, und also das ist ja, aber was genau bedeutet jetzt zum Beispiel Bio? Weil wenn man jetzt Gemüse nimmt und sagt Bio, ich glaube, dass auch Biobauern zum Beispiel spritzen dürfen zu einem gewissen bestimmte Punkt, Sachen. Also Biobauern dürfen auch spritzen, die dürfen halt nur bestimmte Präparate spritzen, die halt dann biologisch zugelassen lassen sind. Das ist halt Roundup. Roundup, genau. Du musst dann mit Wasser verdünnen, dann ist es wieder erlaubt. Aber hat sie jetzt zum Beispiel Biobahn? Nein, wir sind ganz normal, konventionell. Also was heißt normal? Was ist normal? Ja. Ist der konventionelle normal oder ist der Bio normal? Weißt du, was das Problem hat mit dem Spritzen? Das ist ja das Geile auch. Wenn du dann nicht spritzt,
So, sag ich jetzt mal. Ja. Also nur mein Verstand sagt man das. Das wird der Meister. Schlechte Erfahrung. Dann hast du vielleicht eine Ware, die ein bisschen anders ausschaut, die ein bisschen befallen ist, vielleicht von einem Insekten oder was auch immer, dann kauft es keiner. Mhm. So, die Leute wollen eine schöne Ware haben, aber die unbehandelt ist. So, und wie geht das? Das geht ja. Also, ja, man gewinnt bei so verwöhnt sein. Ja, und die Deutschen. Aber das hat ja irgendwo den Hintergrund. Ich meine, wenn du krank bist, dann nimmst du Medizin, dass du wieder gesund wärst. Ja. Und was anderes ist das jetzt beim Spritzen an sich auch nicht. Das ist jetzt gut, da kann man schon unterscheiden. Es gibt Fungizide, Insektizide, Herbizide. Mhm. Also das ist alles dann, je nachdem, eins geht halt gegen Bei- und Unkräuter, mhm. eins ist dann halt gegen Pilzbefall, gegen sämtliche Krankheiten, Blattkrankheiten zum Beispiel. Mhm. Und das andere ist halt dann einfach gegen Insekten, sind wir wieder beim Punkt. Aber das sind halt Insekten, die dann halt der Kultur schaden. Also es gibt gute und schlechte. Ja, ja. Also Läuse halt und so Zeug, oder? So Läuse oder so beißende und stechende Insekten, die halt dann wirklich zum Beispiel beim Gmiers oder bei der Gelbwürm in die Gelbwürm einbohren oder einbeißen und dann fällt die von ihnen. Mhm. Weil das Insekt halt da einbeißt und dann sie da einnisst. Ja, ein bisschen was braucht man halt dann schon. Aber wir haben jetzt ja quasi... Jetzt werden wir dann auf jeden Fall mit unseren 10 Schnellen weitermachen, halt, würde ich sagen. Ja. Das haben wir ja auch schon vorbereitet. Genau. Kriegt ja jeder Gast die 10 Schnellen. Genau, und da haben wir für den Löwy natürlich auch. Und die Song, Becky, die liest du jetzt mal vor, oder? Ja. Achso, aber jetzt warte mal, Becky. Wir wollten ja noch schauen, ob er wirklich ein guter Landwirt ist. Das stimmt, ja. Ja. Wir haben da was vorbereitet. Wir haben was vorbereitet. Ich sag's ja immer, die Landwirte haben ja immer so auf Bulldog. So Bulldog-Freaks. Was habt ihr da? Was habt ihr? Wir haben Schlitter, Fendt, Case, Cormick. Wie viele Bullock habt ihr nicht? Alle. 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 Achso, du hast jetzt gerade zwei Namen gesagt, die kenne ich gar nicht. Cormick. Ja, ist ein amerikanischer. Mac Cormick. Ah, okay. Und was war der zweite, was du nicht kennst? Das davor. Schlitter, Fendt Schlitter, Fendt und? Comic. Also, da war es das drei irgendwann. Okay. Ja, also wir haben jetzt aber. Case, habe ich gesagt. Case, genau. Case. Was ist das? Amerikanisch. Ah, okay. Hat sie Amerikaner. Wahnsinnig. Und international haben wir. International. Ja, wir haben jetzt quasi mal so drei Bulldog-Geräusche. Also, das erste sind jetzt quasi. Anlassergeräusche von dem einer Bullock und du schaust jetzt mal, ob es dir ratzt, was das für Fabrikat ist. Okay. Also, ja. das sind jetzt mehrere Bullock, die werden immer bloß angelassen. Also, es sind wirklich Anlasser hintereinander, aber es ist eine Marke. Verschiedene Modelle, aber eine Marke. Also, jetzt schauen wir mal. Okay. Speise jetzt einmal ab. Hast schon Ahnung? Nein, das ist ein bisschen schon schwierig. Ist schwierig? Ja, ist schon schwierig. Ich hab mir gedacht, das kommt mir gleich raus. Das ist der hat ja oben mal 4 Punkte oder ja. Aber kannst du mal einfach tippen? Also ich jetzt bei den letzten hätte jetzt auf einen Schlitter tippen. Ja, richtig. Ja, schon, ja, kennt sich schon. Ja. Man hört ein bisschen so das Orgeln am Anfang, oder? Ja, und das ist typisch. Und dann, aber der ruhige Lauf von 6-Zylinder, das war die letzten waren jetzt 6-Zylinder. Ja, kennt sich das hört man schon raus. Gut, pass auf, jetzt geht's mal weiter. Das ist jetzt ein Bulldog, der ist gerade bei der Ernte. Weil da hören sie sich oft ein bisschen anders, aber hinten die Hydraulik oder wie das heißt, da ist. Aber wir zapfen ihn. Nach dem, was er erntet. Genau, jetzt schauen wir mal, ob du das erkennst. Pass auf. Warte mal, ich kann nochmal, da fahrt er nochmal vorbei. Da kommt man erkennen, wenn er Gas gibt. Das ist schon ein schwierig. Ich kann es ein bisschen eingrenzen. Grenzen, ja. Ihr habt es nicht daheim.
Also, so richtig. Das habe ich mir gleich nicht gedacht, er hat sich schon kraftvoll. Und ja, also das ja. Ist schon, hinter schon, ja, da ist schon ein Pumps dahinter. Genau. Also. Und jetzt hat den hätte ich sogar erkannt, weil aus dem Ort, wo ich herkomme, hat glaube ich jeder existierende Landwirt hat einen daheim. Ah, jetzt pass auf. Johnny. Den kennt es gleich. Warte, jetzt pass auf. Ja, an dem erkennt man es. Nein. Eicher. Richtig. Aber das hört man so. Ich höre einen Gang rein. Das ist so typisch, auch wenn ich mit Bulldog auch nicht viel am Hut habe. Aber man sieht, ich würde sagen, er ist ein Landwirt, oder? Total. Ja, wenn man gleich auskennt. Passt. Wunderbar. So, und jetzt haben wir ja gesagt, machen wir mal die 10 Schneier, diese Fragen. Haben wir ein paar vorbereitet. Also wir machen das ja immer so, das kann man ja mal sagen. Mhm. Der Becki überlegt sich immer 5 und ich überlege mir immer 5. Mischen wir aber dann durch. Das ist immer eine gute Mischung, ja. Also ich habe es jetzt auch ein bisschen vermischt, aber Becki liest es jetzt mal vor. Ich liest jetzt einmal vor und es geht darum, dass er so also schnell mit dem Stift. dass der Leube das so schnell wie möglich beantwortet. Was heißt wie möglich? Er darf sich auch mal ja, anlassen. Aber das sind die 10 Schnellen an Markus Leubel. Fasching oder Volksfest? Breakfast. Was ist dein Lieblingsbier? Boah, schön. Helles. Ja, so Marke gibt es auch? Marke zurzeit, ja, eher Augustiner. Okay. Mhm. Schlüter oder Fendt? Das ist schwierig jetzt, gehen wir ja zweites da haben. Schlüter. Was ist deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Boah. Das darf jetzt wahrscheinlich der zukünftige Bisser wissen. Wahrscheinlich. Ich überlege mal, wo so genervt ist über die. Wenn ich beim Fernsehen immer Fernbedienung haben will. Okay. Du bist ein total schlechter Mensch. Was ist das Besondere an der Landwirtschaft? Ist vielfältig und man kann sich selber einfach verwirklichen. Man arbeitet in der Natur, ist draußen. Mhm. Okay. Das macht viel. Gegen wen hättest du gerne mal einen Elfmeter gehalten? Ich hätte gern, das weiß ich noch, ich habe eigentlich den Elfer, den ich gern gehalten habe, habe ich gehalten, tatsächlich. Und zwar haben wir da gegen ein Dorfen gespielt. Relegation oder was? Nein. Da hat ein Werner Lorand sein Bub einen Elfer geschossen. Ah, und den wollte ich unbedingt halten und ich habe ihn dann auch gehalten. Mhm. Und der ist mir so im Gedächtnis geblieben, aber also Elfer halten ist sowieso. Deine Stärke. Königsdisziplin. Als Torwart, ja. Storhem oder Armdrucker? Armdrucker. Was bringt dich zum Lachen? Fui, ich bin ein rechter Lustiger. Ich lache gern und fei und schnell. Mhm. Vielleicht ist es ab und zu gar nicht so lustig, aber was bringt mich zum Lachen? Ein guter Witz. Okay. Ein gutes Publikum. Wie viele Tischtennisbälle bekommst du in deinen Mund? Drei. Achso, hast du schon mal gemacht? Nein. Nein. Okay. Aber ich habe das so ausgelittert gerade so im Gedächtnis. Letzte Frage: Welchen Titel hätte deine Biografie? Boah. Meine Biografie. Falls es mir eine gibt. Gute Frage. Das sind so Fragen, die ich habe mir noch nie gestellt. Ja, deswegen stellen wir es mir. Boah. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich wüsste jetzt auch keine, wie meine Biografie. Ja, du hast ja schon tausendmal Gedanken darüber gemacht. Du hast wahrscheinlich schon jetzt wahrscheinlich schon 10 Biografien. Der Freak. Der Freak. Ja, dann ist ja halt der Lustige. Ja, komm mal. Ja. Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist echt jetzt knifflig, ehrlich gesagt. Aber du kannst ja noch ein bisschen überlegen. Wir reden überleg ein bisschen, vielleicht was im Laufe des Abends. Genau. Das würde ich auch sagen. Vielleicht ist der Titel seiner Biografie Bauer-Fand-Frau. Bauer-Fand-Frau. Ja. Ja. Oder Frau-Fand-den-Bauern. Ja.
Weiß der Bäuerin von Bauer. Ja, stimmt, ja, stimmt. Der Frau ist, oder der zukünftige. Man muss ja sagen, Mama, warst du jetzt schon verheiratet? Ja. Wer war dein Fotograf gewesen? Ja, das war auch so einer, so ein Heuberger. Mhm. Das war auch Zuzunge. Mhm. Ja, Heuberger Zuzunge. Nein, das ist ein recht ein lustiger Hund. Ja. Also wir haben ja früher so ein Fels und da gehabt, dann in der Garde und so. Ja. Ja. Und jetzt an der Ron. Ja, richtig, ja. Er sitzt hier im Raum. Er sitzt hier im Raum. Ja, sehr unter Weggekunde. Ich bin es nicht. Sehr gut. Ich gehöre in der Kamera falsch rum. Genau, da ist er, bin ich. Und? Ja, gut. Also, du warst schon verheiratet, aber durch Corona wieder verschieben müssen, müssen wir kurz sagen. Sonst hätten wir ja jetzt schon gratulieren können oder hätten wir jetzt schon einen Ehemann da sitzen. Hallo, wir kennen ja immer so gerade. Ja, aber jetzt. Wundervolle Frau, oder? Also, ja, vielleicht. Aber ist jetzt verschoben. Ja. Ist jetzt verschoben auf August. Ja. Die Hochzeit kostet mir einen Haufen Freitag. Aber ich habe den anders genutzt, den Freitag. Nein, passt. Hast du den schon genommen gehabt? Dann? Den habe ich dann genommen. Ich habe daheim gearbeitet. Die Frage, wo ich gestellt habe, wie geht deinem Elfmeter halten, da habe ich jetzt eigentlich erwartet, dass du sagst. Aber ich finde es cool, dass ja, du so. Ja, in der Bundesliga spielen. Luca Toni oder keine Ahnung. Nein, irgendwas. Ja, was du sagst, da vom Cristiano Ronaldo. Nee, ja, ja. Der hätte ja den Windschuss. Stimmt. Ja. Der hätte ja Stiesing, der hätte ja gesagt, da triff ich nicht. Das hätte Ronaldo genau in dem Dialekt gesagt. Ja, richtig. Auf Portugiesisch in dem Dialekt. Genau. Und wenn du sagst, was bringt dich zum Lachen, hast du gesagt, ein guter Witz. Ja, dann erwarten wir jetzt für dich aber einen guten Witz. Ja, aber er muss nicht. Na, meistens lache ich schon vorhin. Aber weißt du, was du einen guten Witz? Ich bin ein schlechter Witz jetzt. Gut, also gut ist er vielleicht nicht. Ich weiß, ich kann mir, also Witze kann man gar nicht merken. Ja, nicht. Ich höre Witze oder Dinge, scheiße, die musst du jetzt unbedingt merken, weil das ist gut. Aber eine Stunde später weißt du nicht. Man erfährt halt meistens, wenn man so viel gesucht hat, dass du am nächsten Tag wieder mal weißt, was du brauchst. Ja, ab und zu haben sie vielleicht gar nicht so lustig, aber gerade in der in Situation. Moment. Ja, aber weißt du, dann erzähl einfach mal. Boah, da muss ich schnell überlegen. Guter Witz. Ja, doch. Also einfach Luki und der Kari. Luki und Kari kennt ihr, oder? Mhm. Also der Luki und der Kari sagen, hocken bei Rampe, ein halbes Bier und sagen, weißt du was, jetzt tun wir, mir ist so langweilig, jetzt tun wir reimen und dichten. Mhm. Dann sagt der Luki zum Kari, pass auf Kari, fang an und ich überlege mir dabei was. Ja, okay, sagt der Kari, boah, ich bin der Kari und habe rote Haare. Ja, Luki, jetzt bist du dran. Ja, sagt der Luki, boah, ja, ich bin der Luki und habe einen Korken im Arsch. Dann sagt der Kari, das reimt sich doch gar nicht. Ja, aber dichten tut's. Er ist schon wieder. Er ist gut, weil er schlecht ist. Oder er ist schlecht. Er ist schlecht, aber er ist schon wieder gut. Er ist gar nicht mehr so gut, der Witz. Nein, ich sag ja, die haben meistens nur lustig. Ich bin der Lucky. Wenn ich scheiße, dann drucke ich. Also das habe ich jetzt erwartet. Aber ja, nein, der ist. Der Witz ist ja, dass es nicht reimt. Aber dichtet. Sie denen reimen und dichten. Ja, stimmt. Verstehst du das, ja? Ja, ja, ich verstehe das. Ich habe das sehr gut verstanden. Du hast da wahnsinnig gelacht. So, jetzt pass auf, jetzt reden wir noch über dein politisches Engagement, weil du bist seit der letzten Wahl im Gemeinderat. So, wie ist es dazu gekommen? Das passt doch nicht. Gute Frage. Es war eigentlich auf ein Starkbierfest. Da schließt sich der Kreis wieder. Ja, das Bier wieder genutzt. Nein, das ist ein Parteikollege auf mich zu, oder ein jetziger Parteikollege. Also du warst schon in der Partei, oder? Ich war schon in der Partei. Und derjenige ist eben auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich für den Gemeinderat aufzustellen. Also brauchst du eine bestimmte Anzahl, oder? Irgendwie, wie wissen das da? Nein, auf die Listen einfach nur. Auf die Listen du musst die Listen vorkriegen, oder? Irgendwie so ist das. Mhm. Genau, die Listen. Und ob ich mich auf die Listen schreiben mag, aber halt auch ein bisschen weiter vorne, weil sie daten gern mit mir arbeiten. Wenn man auch sagen kann. Dann habe ich das kurz überlegt und dann aufgelassen und denke eigentlich ja, warum nicht? Also, ich meine, ich bin ein gebürtiger Heuberger, ich mache alles in Heuberg, ich bin da völlig verwurzelt, warum soll ich mich da nicht politisch auch engagieren bzw. auch mitbestimmen, wie es weitergeht, wie es läuft. Oder zumindest ein kleiner Teil zumindest mitbestimmen oder zumindest Einblick haben wir mal. Ja, und dann habe ich da zugesagt und dann ist das. Dann hast du einen Namen in Heuberg und deswegen ist es so passiert wahrscheinlich. Warst du überrascht?
Jein. Also, was für einen Platz hast du nochmal gehabt? Also über Listenplatz 5. Mhm. Vor der Partei quasi. Vor der Partei. Mhm. Und bin als Dritter neigerutscht. Und insgesamt sind es aber auch 4 Herren Neikämmer von unserer Partei. Ich sogar 5. Achso, da warst du quasi der Vorletzte. Der Dritte, ja. Mhm. Genau. Ja. Also, ich denke mal, dass du nicht so überrascht warst, weil ich meine, als Burschenvorstand und so, du hast ja eigentlich die Jungen ein bisschen hinter dir, eben durch die Landwirte und so, weil du bist, muss man ja sagen, du bist ja jetzt quasi Referent für die Landwirtschaft. Genau. Also, was heißt das genau? Also, du bist jetzt der Hauptansprechpartner. Also, es gibt ja für jeden Bereich irgendwie so einen Chef quasi. Ja, Chef. Oder Chef nicht, aber der muss ja da extrem drum. Der muss ja da in dem Gebiet engagiert. Es gibt einen Wirtschafts-, einen Radlbeauftragten gibt es. Ja, den gibt es auch. Und ein Sportreferent oder Vereinsreferent, was auch immer. Und da habe ich das Ressort Landwirtschaft. Und wenn es halt da zum Beispiel jetzt Themen auf der Tagesordnung gibt im Gemeinderat, dann halt muss ich halt oder sollte ich halt da zur Stellung nehmen, beziehungsweise halt auch die Meinung oder den Stand für die Landwirte vertreten. Vertreten, ja. Also, und auch, ja, ein bisschen einfach die Landwirtschaft in Neuberg, Goldach, ein bisschen auch widerspiegeln, verkörpern einfach und auch Ansprechpartner sein. Also wenn jetzt irgendwann ein Problem hat, ob mit der Gemeinde oder mit irgendwas anderes, also Landwirt, dann kommt er auf mich zu. Das ist das Bindeglied quasi. Genau. Also wenn ein Landwirt ein Problem hat. Oder wenn ein Gemeinde Passant mit einem Landwirt ein Problem hat. Ja. Gibt es auch nur die. Ja, das ist wirklich nur die. Ja. Wir haben ja einen riesen Zuwachs in Neuburg, brauchen wir nicht drüber reden. Es kommen früh aus der Stadt. Sind wir wieder bei dem Thema, wo wir vorher gehabt haben? Genau, das sind die, wo sie heute halt das noch leisten können. Hallo, wieso ackern Sie hier? Da machen Sie ja alles kaputt. Ja, warum fahren Sie denn Sonntag mit Ihrem Trecker denn hier aus? Ja, genau, ja, richtig. Und hier auch diese Luft hier, ich weiß nicht. Also in München macht man das nicht. Muss das so stauben? Ja, genau. Können Sie nicht ein bisschen Wasser rein? Genau. Ja, das ist klar. Nein, wenn es irgendwelche Probleme oder irgendwelche Unstimmigkeiten, was die Landwirtschaft betrifft, wenn es gute Sachen gibt, bin ich natürlich auch Ansprechpartner, also jetzt nicht nur bei negativen Sachen. Und dann kann man schon einiges regeln. Dinge mal. Ja, und dann ist ja klar, ich meine, wenn Sie da eh die Bienen. Initiative habt. Ich meine, ich habe das auch irgendwie gesehen, also damals 2018, da war es ja irgendwie zu 6, zu 7, zu 8, keine Ahnung, Landwirte. Jetzt sind ja da irgendwie schon über 30 drin, kann das sein? Ja, das machen einige. Schon, gell? Also da haben sie immer mehr angeschlossen. Die genaue Zahl wirkt dann schon. Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja, und also das ist eine gute Sache, einfach. Das waren halt deine Wähler, muss man auch sagen. Auch, also, ja, natürlich. Dann die ganzen Jungen vom Burschenverein, das kommt alles zusammen und dann. Ja, passt, ich oute mich auch mal als Wähler vom Leuchten. Ich oute mich auch. Ist ja klar, ich meine, gerade ihr als Zürzunger, ich wäre natürlich die, wo ich kenne. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht weniger eigentlich. Also wenn ich die Liste so geschaut habe, aber ich kenne ja auch, ich kenne ja relativ früh und wähle auch nicht jeden, den wo ich kenne. Das ist schon klar. Aber ich kenne nicht so viel, weil ich Zürzung bin und da muss ich halt die wählen. Und gerade mit dem Leubi durch den Fasching oder die kenne ich, also ich kenne ja durchs Theater auch einige und habe halt dann da dementsprechend halt dann natürlich gewählt, weil ja, macht ja jeder so irgendwo. Ja, klar. Ja, man, das, bei euch ist klar, ihr kennt es viel, dass du Auswahl trifft vielleicht. Ja, gerade da kannst du Auswahl treffen, wenn du es kennst. Ja, stimmt schon. Was ich ganz cool gefunden habe, jetzt halt so das aktuelle Landwirtschaftsthema mal noch zum nehmen, was den Heuberg auch betrifft. Das finde ich, hat der Heuberg ja ganz schön gemacht, dass die jetzt aktuell auf dieses regional einkaufen so eingängen. Ja. Und halt jetzt auch in den letzten Ausgaben waren ja beheimatete Bauern, Landwirte sind da vorgestellt worden, die wollen da einen Hofverkauf, glaube ich, machen, genau, oder? Ja, oder auf dem Markt von dem Hofmarkt. Genau, die wo daheim einen Hofverkauf haben, die haben vorgestellt worden, das kommt da irgendwo, bei mir haben wir, Anfang des Jahres haben wir eine Initiative gestartet, beziehungsweise einen Antrag gestellt im Gemeinderat auf Unterstützung der regionalen Landwirtschaft. Mhm. Also, das heißt, wir wollen da halt ein bisschen ja, jetzt nicht Werbung machen, aber einfach das ein bisschen näher an einen Bürger rüberbringen, die jetzt nicht nur die Hofmärkte, sondern auch allgemein die regionale Landwirtschaft. Ich meine, wir haben ja nicht nur Gemüsebauern da, sondern auch Acker, alles Mögliche. Ja, viel Viecher. Viel gibt es auch immer früher. Immer früher, aber haben wir doch auch noch zwei, drei.
Und das, die wollen wir alle so ein bisschen abholen, auch mit, der, mit dem Antrag. Und hauptsächlich dann auch die Hofmärkte, also die einen Hofverkauf haben. Zum Beispiel auf der Seite im Heuberger Moskurier oder vielleicht auch in der, im Freisinger Dockblatt. Mhm. Zusammenbringen, kompakt, mit Adresse, Öffnungszeiten, mhm. dass man sie ja einfach dann nicht ausschneiden oder daheim irgendwo hinheften kann, Healing, dass man das auch weiß, weil viele wissen gar nicht, dass sie eigentlich dass das da gibt. 100 Meter gehen müssen und dann kriegen sie von mir von A bis Z. Oder vom Feld halt einfach. Ja, das ist jetzt auch direkt. Eben durch die Zeitungsberichte, ja. Aber man dachte, ach, die haben auch einen Hof verkauft. Da habe ich zwar gewusst, die haben eine Landwirtschaft, aber Landwirtschaft ist halt nicht immer gleich, wie du sagst. Es gibt Leute, die haben Vieh, die haben halt Milchverkäufer quasi, die anderen, oder das Fleisch halt. Ja. Die anderen haben halt Obst- und Gemüseanbau und haben sogar einen eigenen Hof, also einen eigenen Hofverkauf. Ja, und die haben halt auch nicht immer auf. Also, ich meine, ja, klar, die haben zunächst mit den anderen, die jemand kommt. Ja, die meisten haben nur eine Stunde oder sowas. Genau, oder du hast ein Zeitfenster und genau das muss halt auch publik machen, genau, dass das gleich wissen kommen, und sie da auch drauf einstellen können. Wenn sie es nicht wissen, dann können sie es auch nicht wahrnehmen. Also ja, das ist schon klar. Also das muss man ein bisschen mehr im Vordergrund rücken. Ja. Genau, und darauf zielt das eigentlich. Ja, die musst du immer an so einen Beitrag denken, den da ist Corona gerade so losgegangen gewesen, oder was heißt losgegangen, es war dann schon mitten im Lockdown und hin und her, und da weiß ich, dass eine Facebook-Freundin von mir mal so einen Post gemacht hat, so, hey, das kann doch nicht sein, dass ich den ganzen Tag arbeite und dann komme ich aus der Arbeit heim, gehe in den Supermarkt und will mir noch Gemüse kaufen und dann ist nichts mehr da, die Regale sind leer und so. Mhm. Dann habe ich mir auch so gedacht, ja, dann gehe halt einfach zum regionalen Bauern und so und da kriegst du bestimmt noch was. Also, aber das ist ja typisch deutsch. Also muss man ehrlich so sagen. Die erwarten ja das ganze Jahr, dass da Sachen da sind, wenn man jetzt alles nur regional hätte, so wie früher, dann gab es viele Sachen zu bestimmten Jahreszeiten ja gar nicht. Aber bei uns wäre immer die Erwartungshaltung, das ganze Jahr mag ich Erdbeeren kaufen. Ja, genau, ich habe immer meine frische Ananas da. Da gibt es ja dann die ganz schrägen, die wo dann halt nur einen Bauern am Markt fragen, ist die Ananas vom eigenen Anbau. Also gibt es ja wirklich auch. Mhm. Und das ist halt auch das, wo, klar, wo die dann sagt, ja, es gibt ja, ich war jetzt den ganzen Tag in der Arbeit, jetzt kriege ich da nichts mehr. Ja, weil halt einfach das Kaufverhalten ist ja total geändert. Du magst ja bloß noch am besten schnell alles zusammen. Deswegen ist also so ein Rewe, ja, die machen ein Riesengeschäft. Ja, und das sind ja auch so Sachen, die mich gestört haben bei Corona. Zum Beispiel, wo kleinere Läden, wie zum Beispiel irgendeine Floristin oder sowas, die hat ihren Laden zumachen müssen, weil es nicht darf. Und der Rewe hat es extra umgestellt, damit er mehrere Bläme reinbringt. Ja. Und das ist nicht richtig. Da hätten sie einen Hand zu dran. Es war ja auch teilweise, gibt ja so große, ich sage jetzt keine Namen, also bei uns jetzt auch nicht, aber gibt es ja so Märkte, wo es nicht bloß Lebensmittel gibt, sondern da haben sie halt alles. Da gibt es Klamotten, da gibt es Haushaltswaren und so. Die haben das dann ausgenutzt. Die haben gewusst, der Blermelon hat zu, alles hat zu. Ja, dann kann ich meine anderen Sachen auch noch abreißen. Wir haben bei mir noch Klamotten gekauft und das und hin und her. Aber ich glaube, irgendwann haben sie mal da einen Deckel drauf gemacht. Man kann ja denen gar keinen Vorwurf machen, finde ich. Nein, aber die verkaufen das nicht. Sind Händler. Das ist einfach ein Geschäftsverhalten. Das ist eine unternehmerische Maßnahme. Die wollen ja Umsatz machen. Genau. Natürlich nutzen sie das ein bisschen, die wissen, ja. Das ist halt die Nachfrage da. Ja, Dann die haben halt mehrere her da. Aber das ist halt schon Auswahl. Ja. Das ist schon. Was hast du noch? Ich darf sagen, wir fragen jetzt einfach nur die letzte Frage. Genau, das ist eigentlich so unsere Frage, was wir auch immer fragen. Jeden Gast stellen wollten. Ja, ja. Und dann schließen wir die Sitzung. Möchtest du schon schließen? Ich wollte eigentlich nur wissen, dann frag noch. Bist du jetzt ein Heuberger oder ein Goldacher? Das ist da schwierig. Das klärt es jetzt einmal und ich gehe in der Zeit aufs Klo. Okay. Bringst du dann noch eine halbe mit? Ja, ich bin Heuberger. Mhm. Im Herzen und geografisch. Okay. Ja, es ist ja im Grunde, ich glaube, die Junge ist das ja wurscht, ob Goldach oder Heuberg, aber so die Alteingesessenen, da ist ja, schon noch, sei, ja, das da ist schon noch so, ich bin ein Goldacher und ich bin kein Heuberger. Oder aber so. Im Endeffekt ist es wurscht, wir sind eine Gemeinde, also das ist die verschwimmende Grenzen. Es ist ja eh bloß die Gemeinde Heuberg-Moswas, ja. Aber ich war jetzt echt der Meinung, du bist ein Goldacher, weil immer da hinten raus, weißt du schon, ich wohne da vorne und da hinten raus, das ist für mich Goldach. Ja, das stimmt schon. Aber
Man weiß ja, irgendwo ist eine Grenze. Genau, da ist direkt beim Erhänger Weg ist die Grenze. Mhm. Da ist das Ortsteil, wenn es an der Hauptstraße Richtung zu mir ausfährt, also Richtung S-Bahn fährst, dann ist auf Höhe vom Erhänger Weg ein Ortsteil. Und da fährst du dann nach Heuberg. Du kommst aus Goldach vom Rewe und fährst dann nach Heuberg. Also aus da ist dann Heuberg bis, ja, bis zu mir aus. Dann ist eigentlich der Erhänger Weg quasi geteilt. Der, genau, der Erhänger Weg ist eigentlich Grenzstraße. Wenn ich da reinfahre quasi, dann bin ich links nur in Heuberg. Also wenn du von was kommst, wenn du jetzt vom Rewe kommst und den Erhänger Weg reinfährst, bist du rechts in Goldach und links in Heuberg. In Heuberg, genau. Mhm. Also du kannst quasi einen Ort wechseln, wenn du über die Straße gehst. Ja, Wahnsinn eigentlich. Aber für mich ist das auch ein Ort, ich bin einfach das ist, in Heuberg. Ja, das ist zusammengewachsen und das ist. Ja, früher haben wir immer gesagt, dass der Bach die Grenze ist, gell? Oder ist es auch eine Grenze, ja. Ist, ja, aber das, nicht das so hundertprozentig die Grenze, weil ich habe es nämlich gesehen, weil ich bin ja im Weidenweg groß geworden. Und da ist Schädel erst danach, gell? Genau, das ist ja quasi auf der Hallbergseite. Sag jetzt mal, wo wir wohnen, aber meine Eltern oder mein Vater explizit, der pocht ja darauf, Goldacher zu sein. Also mir ist ja eigentlich. Also du bist geborener Goldacher eigentlich, oder? Ja, eigentlich schon, sagt er, weil es ist ja auch früher mit den Kennzeichen war es ja so, dass er Erdinger Kennzeichen immer gehabt hat. Und ich habe es dann auch wirklich gesehen, wo wir geheiratet haben und wie kirchlich, da habe ich dann gesehen, weil mir der Pfarrer gefragt hat, ob ich in Heuberg oder Goldach heiraten würde, habe ich gesagt, ja, schon Goldach. Weil er mir irgend so einen Plan gesagt hat, zu welcher Region ich da so quasi kehre. Und da hat man halt auch wirklich gesehen, so, dass man das, also dass das Haus, wo ich aufgewachsen bin, oder diese Straße da halt auch zu Goldach gehört. So ist jetzt mein Wissensstand. Ich kann mir gerne eines Besseren. Ja, ich glaube, dass die Grenze, die geht ja nicht gerade durch, die werden ja ein bisschen so verlaufen halt, oder? Auf jeden Fall habe ich das da schon ziemlich deutlich gesehen, dass ich ein Goldacher bin. Aber ich bin jetzt keiner, der es jetzt drauf anlegt. Die nimmt das jetzt auch nicht so genau. Das sind wir einfach. Weil wir haben einfach in der, oder ihr habt es da aufgewachsen, ich kenne das auch, für mich ist das immer schon Heuberg. Also für mich hat es Gold auch nie gegeben, sage ich jetzt einmal. Also wenn Heuberg kenne ich schon lange, aber bei mir halt nicht. Da hat es halt immer geheißen, das da drüben, das ist halt Heuberg Moos. Früher, also wenn wir Partys gehabt haben bei uns, da waren auch die Heuberg Mooser bei uns da, wo halt da zur Party gekommen sind. Da hat es nicht Heuberg Moos Goldach oder nur Goldach gegeben. Da hat auch keiner gesagt, ich bin jetzt ein Goldacher, weil er jetzt halt da hinter dem Rewe gewohnt hat. Das oder gibt's so, da außenrum dann von Heuberg gibt es das eigentlich. Das interessiert auch. Das ist einfach die Gemeinde Heuberg Moos. Genau. Und das ist ein rein internes Thema, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber ich meine, so eng wird das auch nicht mehr gesehen, weil ich meine, ich bin als Heuberger, gebürtiger Heuberger und wohnhaft in Heuberg, Vorstand vom Goldacher Burschenverein. Hättest du nie dürfen. Also ich glaube, ich habe jetzt die Chronik nicht im Kopf, aber wie viel das da schon gegeben hat. Also echte Heuberger, die einen Goldacher Burschenverein in der Vorstandschaft vielleicht schon, aber jetzt nicht der erste Vorstand war. Weißt du, die vielleicht, das war mir interessant, müssen wir noch schauen. Aber ich glaube, dass ich wahrscheinlich der Erste war. Wahrscheinlich, und keiner hat es gestört. Weil es ja ehrlich gesagt egal ist. Weil die, wo die gewählt haben, denen ist das genauso wurscht gewesen wie. Weil wenn du sagst, Bernd war wahrscheinlich kein Vorstand. Nicht. Also Bernd war bloß Moderator, hast du vorher gesagt. Ja, ja, genau. Ja, das ist nämlich auch Heuberger, oder? Da kriegen wir jetzt auch keine Chronik eigentlich von der Goldacher Burschenverein. Gibt es da irgendwas, wo man es noch nicht? Ich habe sie nicht mehr in der Homepage. Nein, haben wir nicht mehr die. War ein bisschen sehr verseucht alt. Oder was? Nein, veraltet, da hat sich keiner drum gekümmert. So. Ja, heutzutage hat ja jeder, ich baue bloß so zack, zack, genau, habe ich von jedem irgendeine Seiten, aber das ist mir irgendwie abgegangen. Ich würde mich vorbereiten, aber. Keine Chance. Keine Deswegen Chance. Stellen wir jetzt noch die alles entscheidende Frage. Ja, richtig. Was gefällt dir besonders in Heuberg Moos und Goldach und was ist verbesserungswürdig? Boah, was ist jetzt aus politischer Sicht oder einfach? Ja, allgemein Sicht, einfach. Es gibt ja immer was, wo du, wenn dir irgendein Außenstehender fragt, was gefällt dir in Heuberg? So, da weißt du ja sowieso irgendwie gleich eine Antwort. Und was verbesserungswürdig ist, weiß man eigentlich auch. Also dir ist bestimmt schon mal irgendwas aufgefallen, wo du dann sagst, boah, also das müsste dann mal anders sein. Verbesserungswürdig? Ja, das ist, glaube ich, schwieriger wie das, was mir gefällt. Also gefallen tut mir, also, ja. Eigentlich die Ortsstruktur, dass wir eine relativ junge Ortschaft sind, vom Alter her. Trotz der hohen Preise. Ja, 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 das muss man schon betonen. Ja. Und auch schon der Zusammenhalt und auch das Vereinsleben. Also wir haben schon erstens auch viele Vereine und wenn ich da jetzt nur ans, zum Beispiel, was mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, Volkfest-Einzug. Volkfest Mittwoch der Einzug. Ich weiß
weiß nicht, wie lang ist der Zug mit den Vereinen? Wahnsinn. Ja, wir haben ja gefühlt 100 Vereine, da wo sich jeder engagiert und dann hat ein Volkfesteinzug mitgeht. Klar, gibt es ein Biermackerl und ein Händelzeug. Das zieht schon. Das ist dann, da siehst du dann so bestimmte, die, erst haben sie eine VfB-Jacke an, auf einmal stehen sie dann halt bei den Burschen dort und dann gehen sie zur Feuerwehr über mit dem Kappi und dann im Zeithocker ist dann ganz bunt, weißt du schon, mit der Trainingsjacke, mit der Feuerwehrkappi auf und so und haben dann halt 6 Bierzeichen. Da haben das gerettet. Das ganze Wochenende, ja genau. Nein, aber das stimmt schon. Nein, also der Zusammenhalt einfach. Man sieht halt, dass das die Struktur, ja genau, sagt man schon, ehrlich gesagt, ja. Was verbesserungswürdig ist. Nein, es können auch Kleinigkeiten sein. Dass bei euch vorbei schon lange mal 30 sein müssen oder so, weil so schnell vorbeifahren. Bei euch? Ein grob. Ja, das war schon heftig. Darum habe ich es jetzt gesagt. Ja, da kommen da fahren sie schon 100, weil da fahren sie einige oder fahren sie raus. Teilweise gelangt das ja gar nicht auf die Nacht. Ja, ja. Da hockst du im Wohnzimmer und rauscht so richtig. Das waren keine 120 mehr, was da nicht reingefahren ist. Das gibt es auch. Aber man kann nicht immer alles haben. Ich wohne halt an einer Hauptstraße, einer vielbefahrenen Hauptstraße. Entweder du lebst damit oder du ziehst weg. Ich kann nicht genau das verändern, was mich stört. Weil andere, ich sage jetzt mal, 99% die Straße oder 99,9% die Straße nutzen, die stört es nicht. Ja, ich sage, die müssen jetzt da 30 fahren. Das ist schon klar. Bloß weil es mich stört, kann ich ja nicht eigentlich das ändern oder das ändern lassen. Also entweder ich lebe damit oder ich ändere für mich was, dass du wegzeugst oder hohe Hecken baust. Aber da glaube ich, das ist auch kein Grund für mich. Glaub ich. Also kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Also, ich bin in einer Spielstraße aufgewachsen. Also. Ja. Bei mir ist ungefähr genauso ruhig gewesen wie da beim Becky. Was heißt ruhig? Eine Schule, Pause und dann geht es schon aus. Und außerdem ist bei uns auch jede Menge geboten. Ja, stimmt. Ja, aber so verbesserungswürdig. Wenn du jetzt sagst, im Allgemeinen bist du zufriedener, ist das auch in Ordnung. Ich mein, ja, aber vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube, du hast mir die Frage auch mal gestellt, was mir in Heuberg gefällt und was mir nicht gefällt und was ich mir wünschen würde oder sowas. Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, McDonalds. Aber du hast mir die Frage auch gestellt, oder nicht? Ja, also ich dachte jetzt, meine Antwort war jetzt, was gefällt mir in Heuberg, es tut sagen wieder als das. Ich muss sagen, du hast alles da. Du kannst nicht zur Bank, du kannst alles einkaufen, du kannst verschiedenst zum Essen gehen. Das finde ich toll, aber trotzdem ist es irgendwo noch ein Dorf. Also, ich habe halt auch schnell Anschluss gefunden durch einen Theaterverein, was weiß ich. Aber es ist nur ländlich, dörflich, aber irgendwie so eine kleine Stadt. Und wenn man grüßt sich, man fühlt sich wohl da, muss ich sagen. Meinem verbesserungswürdig, da darf mir jetzt auf Anhieb auch nichts einfallen. Vielleicht mehr Blitzer in der Maxistraße, weil wenn sie jetzt schon 30er-Zone machen, wir Anwohner haben auch gesagt, ja, muss das sein, jetzt fahren wir da mit 30 wie heim. Ich meine, wenn ich von unten reinfahre, gucke ich auch ewig dahin. Und andere schießen da durch, das nervt dich dann. Gerade wenn du mal ein Kind da hast, wo du denkst, ja, mein Kind kann jetzt auch mal schnell von der Straße rauslaufen. Und dann schießt einer, ich meine, die fahren ja auch nicht, wenn 30 ist, fahren sie auch nicht 45 oder 50, nein, die fahren auch immer nur 60, 70 da durch. Und das, gerade jetzt da beim Herfahren wieder, war es wieder, wird dann rausgeschossen, er ist dann 4, bestimmt mit 60. Ja. Das ärgert dich dann irgendwie, wo du denkst, warum steht jetzt da kein Blitzer? Weil der macht es mal auch wieder. Ja, aber da müsste man halt irgendwie, weil Heuberg finde ich, werden immer mehr 30er-Zonen. Jede Straße wird jetzt irgendwie 30. Ja. Aber es wird zu wenig kontrolliert, finde ich. Ja. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ja. Schwieriges Thema. Ich wohne in einer Spielzone, also Spielstraße. Spielstraße, da darfst du Schrittgeschwindigkeit fahren und sonst wird wieder bei uns teilweise. Du hast das Dreifen quietschen. Genau. Und ja. Aber das Dreifen quietschen im Stand, also haben sie gar nicht so schnell. Nein, das einzige Verbesserungswürdige, was mir jetzt einfällt, dass man vielleicht so ein bisschen das Zentrum belebt mit Kneipenbars. Also sowas wie jetzt eine Brüderei zum Beispiel, das ist schon top, super. Aber das gibt ja eigentlich nur das. Ja, das ist, war immer schon ein halbes Jahr mal. Check-in natürlich nicht vergessen. Nein, gibt es natürlich auch noch, aber. Ging halt doch alle um. Ja. Aber es war halt immer ein halbes Jahr. Eins war halt immer da, wo halt was zusammengeht. Aber da glaube ich, ist es so zu dörflich, sage ich jetzt einmal. Also hast du das Mojito eigentlich noch mitgekriegt, damals Schoki, oder ist das schon zu lang her? Das
sagt mir jetzt nichts. Also du kennst das mit dem Hütte schon, ja, da wo der Chinese jetzt drin ist. Inder ist das. Nein, das habe ich, das kenne ich nicht. Also das war immer cool eigentlich. Das waren vorhin ganz Inder okay. Drin. Das war gut, aber da war ich noch. 15, 16. Gerade haben wir ein Bier gekriegt. Da war er gerade Techniker bei der Nachbarn. Ein bisschen hinterher. Da haben sie überredet, dass er tanzt. Also die Gitter, dass ich doch lieber tanzen soll und nicht Musik machen. Genau. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, dass man sagt, hier Ortskern ein bisschen mehr beleben. Aber ja. Gut, letzte anderthalb Jahr war Party relativ mau. Also von dem her. Aber für die Zukunft ist es natürlich geil, wenn man sagt, okay, jetzt hat machen wir einfach noch mehr Bars auf. Ja, nein, das muss nicht unbedingt Bars sein. Nein, aber nur als Beispiel. Ja, ja. Aber halt so ein bisschen, das ein bisschen mehr erleben, dass das einfach ein Treffpunkt ist, ein Kern, ein bisschen. Vielleicht schimpfen ja über diesen Rathausplatz. Also da schimpfen ja ganz viel, dass der einfach so kühl ist, so solar und halt kein Flair hat. Also das habe ich schon von ganz vielen Seiten gehört. Weil für mich ist jetzt halt, ich kenne sowas gar nicht. Also für mich ist halt, wir haben da vorne, wenn wir halt Eis essen. Ich bin jetzt über die Eistelefon, muss ich sagen. Also mir schmeckt das Eis da dort und das passt. Und da trifft man dann auch wieder Leute. Aber viel schimpfen halt einfach. Das hast du jetzt schon oft gehört, dass sie nicht so zufrieden sind mit dem Platz, dass du irgendwie mehr hingehört. Und ja, stimmt schon ein bisschen. Irgendwas fällt, aber ich konnte jetzt auch nicht genau sagen. Ja, so ein Mann, weil es zirkt irgendwie so durch. das nervt mich auch ein bisschen. Ja, da, ist man dann wahrscheinlich. Da fällt irgendwas. Da war ja nur eine Wiese, die wo er bestimmt noch bebauen kann. Ja, da ist ja eine Wiese, da ist ja schon lange was geplant, ja. Aber mal schauen, was das noch wird. Ja, und nur halt wegen Windschutz. Ja, nur so Bürger sah halt hier, nur dass der Wind nicht so durchkommt. Ja, genau. Ja, gut, Leute. Ja. Wir sind sehr dankbar, dass du da warst und den Bann gebrochen hast für weitere Gäste. Ja, also ich hoffe, dass dir Spaß gemacht hat. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe mich über die Einladung gefreut, wirklich. Ja. Also es war echt. Das gefreut uns auch. Ja, das, ich empfinde das schon eher als Ehre. Jetzt schon als Ehre, gell? Fünfte Folge und die Leute sind schon froh. Ja. Ich bin ja auch schon darauf angehört worden, muss ich sagen, wann kommt die nächste Folge und so. Ja. Und dann, mei, wir können halt nichts machen. Unser Hauptziel war eigentlich erst einmal so ein paar Dinge, wo wir uns vorstellen und dann eigentlich mit Gästen. Und, ja. Jetzt haben wir es geschafft. Corona hat es jetzt genehmigt. Siegel gebrochen. Passt, schön, dass du da warst. Und jetzt drehen wir noch über und reden wir über die Themen, die wieder, also euch da draußen nur so gegangen. Richtig. Okay, also, dann wünscht mir euch noch einen schönen Tag und wir zapfen jetzt noch ein bisschen. Also, pfiat euch, servus. Servus. Danke, pfiat euch.